Die Zähne schmerzen, das Fressen tut weh. Kaninchen Fridolin hat Kummer mit seinen Beißern. Fridolin hat die Schneidezähne ganz lang und die sind auch immer ganz, ganz doll nachgewachsen, sodass er also schlecht fressen konnte und ihn nie gestört haben. Wir mussten das Futter dann ganz, ganz klein schneiden, damit er es überhaupt futtern konnte und so ging das dann. Denn bei den Nagern wachsen die Zähne lebenslang. Doch bei Fridolin nutzen sich diese nicht ab. Heißt fiese Zahnschmerzen. Er verliert den Appetit und zieht sich zurück. Die Folge, das Kaninchen muss zum Zahnarzt, bekommt beide Zähne gezogen. Und endlich schmeckt's wieder. Kleines Zwergkaninchen, Riesenappetit. Der einjährige Hüpfer scheint wie neu geboren. Fridolin ist ein ganz witziger Kerl. Also Fridolin hüpft auch mal in seinem Käfig ganz wild drumherum. Manchmal ist er auch schmusig. Er ist ein liebenswertes Kaninchen, also total putzig und einfach süß. Dass er trotzdem im Tier im Alsfeld sitzt, hat er seinem alten Besitzer zu verdanken. Der hatte einfach keine Lust mehr und Fridolin einfach abgegeben. Also ich finde es sehr traurig, dass das der Fall ist. Denn wenn man sich ein Tier anschafft, sollte man sich vorher überlegen, ob man Zeit für dieses Tier hat oder nicht. Fridolin sucht einen neuen Besitzer, der ihm Zeit und ein neues Zuhause schenkt. Das sollte möglichst kaninchengerecht sein. Gerne auch mit einem Mitbewohner. Gesucht eine Kaninchen-WG zum Wohlfühlen. Ein Käfig so groß wie möglich. Natürlich am liebsten haben wir Außenhaltung. Geht natürlich nicht immer. Also so groß wie möglich der Käfig und viel Auslauf. Viel raus aus dem Käfig, viel Spielzeug, viel Kuschelecken und auch Häuschen, dass er sich verstecken kann. Das brauchen Kaninchen schon. Fridolin braucht einen neuen Freund, so wie ihn Wuschel schon gefunden hat. Der Hund aus dem Tierheim Frankfurt lebt jetzt im Nordend und liebt es mit Frauchen Cornelia Zausinger zu joggen. Auch das Kaninchen im Tierheim Alsfeld wartet sehnsüchtig. Ich wünsche mir für Fridolin, dass er eine liebe Familie findet, eventuell mit einem anderen Kaninchen zusammen, mit dem er sich gut versteht, vielleicht auch ein paar Kinder dabei, die schon ein bisschen älter sind und ihn ein bisschen betütteln und auch streicheln und kuscheln, weil ab und zu mag er das schon mal ganz gern. Wenn Sie ein großes Herz für Kaninchen haben, rufen Sie an. Im Tierheim Alsfeld unter 06631 2800. Infos zu Kaninchen Fridolin und unseren anderen neuen Freunden finden Sie auch im Internet.